Gut, was haben wir hier? Wenn es stimmt, was der gute Scrooge sagt, könnte man diesen Vogel fliegen lassen. Ah, und dafür brauchen wir jetzt ihn, weil das hat er jetzt gesagt. Die Jahreszeit hat eine enorme Wirkung auf mich. Schauen wir mal. Meine jüngere Schwester Fanny war eine wahrhaft zierliche Person, mit einem großen Herzen. Ihr Verlust hat mich ruiniert. Ich kann den Anblick ihres Kindes kaum mehr tragen, da mich das nur an sie erinnert. Oh, da war wahrscheinlich Schwester, ja, Fanny war dann wahrscheinlich unsere Mutter. Die ist anscheinend schon verstorben. Meine Mutter war offenbar die letzte Person, die Ebenezer, also Scrooge, je geliebt hat. Ich sage es immer Scrooge, ich sage es gleich. Weil ich denke mal, dass es das Scrooge ist, dass es eine Übersetzung ist. Genau, dann war eben die Schwester Fanny, war dann unsere Mutter, die ist wohl schon verstorben. Und deswegen wollte uns er nie sehen, weil ihm unser Gesicht an seine Schwester erinnert hat. Irgendwie traurig. Aber das ist wohl der falsche Lösungsansatz. Da haben wir Leiter. So. Hier befand sich einst ein Ornament. Das ist aber erbrochen. Okay. Irgendein Ornament. Was für Ornament? Eine Feder würde da passen. Okay, na, lass das mal. Die Leiter wissen wir dann schon, wo wir die einsetzen. So, das war eh wieder nur das, ja. Was haben wir hier? Einen gruseligen Affen. Aber wir bekommen das. Einen Schnürhaken. Okay, will der noch was haben? Alter, was ist mit dem Spielzeug los? Wo ist der Schlüssel? Da braucht man so einen Aufziehschlüssel wahrscheinlich. Okay, den wir natürlich noch nicht haben. Betonung liegt auf noch nicht. Meine Mutter und Onkel Scrooge, sie sehen so jung aus. Stimmt, ja. Da waren sie noch Kinder. Wenn du das. Okay. Gut. Es ist schade, dass. Ah, okay. So, wir haben jetzt zwei Sachen, was wir tun können. Wir können mit den Schnürhaken vielleicht das hier öffnen. Zum Glück ist. Was, zum Glück ist Weihnachten nur einmal im Jahr. Warum sagst du das jetzt? Okay. Damit geht es wohl nicht, aber vielleicht können wir hier was machen. Auch nicht. Okay. Sonst vielleicht mit den Schnürhaken das da oben erreichen. Auch nicht. Das wahrscheinlich im Ochen wird auch nicht gehen. Na. Okay, sonst fällt mir das eh nichts ein. Vielleicht können wir das bekommen. Ah, haha. Käfigornament. Gehen wir nochmal dahin. So, gib dem guten alten Scrooge einen kleinen Stoß. Zeig auf den mechanischen Vogel, um dem guten Scrooge zu zeigen, dass er diesen animieren soll. Achso, das ist der gute Scrooge. Okay. Gib den guten und den bösen Scrooge. Er lebt, er lebt, er lebt! Das bedeutet, dass er fliegen kann und ich kann fliegende Helfer immer gebrauchen. Sammle den animierten Vogel ein. Dank dem guten Scrooge kann ich nun fliegen. Animierter Vogel, okay. Da sonst noch was? Kann man das noch irgendwie mitnehmen? Na. Okay, sonst ist nur noch der Brief. Gut. Wir haben einen animierten Vogel. Was wir mit dem machen können, weiß ich noch nicht. Doch, weiß ich schon. Flieg! Und er hat seinen Zweck erfüllt anscheinend. Jetzt ist er wieder da, okay. So, Scrooge-Amulett. Das brauchten wir doch auch hier schon irgendwo. Hier. Ah, das ist. You didn't want to read that, did you? Neue Aufgabe, besiegt den Eisteufel, okay. Der hat unseren Dings gestohlen. Das Buch, das was da drin war.
Die Seite ist festgefroren und das Eis ist kantig. Schauen wir da. Linse, okay. Zum Schmelzen haben wir aber nicht. Nee. Wie kommen wir da durch? Ich wette, dass diese Schacht in einen Flur führt. Schauen wir schnell. Hier wahrscheinlich. Und da ist wahrscheinlich da lang gegangen. Oder er ist da durch. Das ist auch wieder festgefroren. Brr, kaltes Eis habe ich noch nie. Was? So kaltes Eis habe ich noch nie erlebt. Dann mit der Linse. Dieser Schacht führt in den Salon hinab. Du böser kleiner Kobold, von mir kannst du dich nicht verstecken. Kann man euch da irgendwas mitnehmen noch? Nö, okay. Aber da hat jetzt nichts verloren. Da ist er runtergefallen. Das war nur das. Okay. Er kann sich vor mir nicht verstecken. Ich werde ihn verschrecken. Okay. Leider haben wir da gerade nichts zum Erschrecken. Okay, gut, dann haben wir den mal verfolgt. Jetzt gehen wir mal da lang und machen das mal. Wenn alle drei Figuren einen Tanz aufführen. Oh Gott, unser erstes Rätsel. Über die Infoschaltfläche erhältst du die Anleitung für ein Minispiel. Falls du nicht weiterkommst, wähle neu aus. Sobald die Lösenschaltfläche aufgeladen ist, kannst du jedes Minispiel überspringen. Ah, oh, der Nussknacker. Das ist generell, das sind Figuren von Nussknacker vom ersten Teil. Orte die Bretter so an, dass die Figuren Nussknacker bilden. Wähle ein Brett und dann die Stange aus, zu der du es verschieben möchtest. Größere Bretter dürfen nicht auf kleinere platziert werden. Ich liebe die Musik. Die Figuren Nussknacker. Oh, okay. Alles klar. Aber wo gehört welche Figur hin? Das habe ich jetzt gerade verstanden. Ich verstehe den Satz nicht, dass die Figuren Nussknacker bilden. Einfach nur Figuren von Nussknacker ist ja wurscht einmal. Okay, die Füße sind aber schon. Ah, okay, okay, die Füße sind aber schon alle unten. Okay, dann ist das die Vorgabe einfach, okay. Fangen wir mal mit dem Rattenkönig an. Leider nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. So, jetzt müssen wir kurz überlegen. So, okay. Dann brauchen wir das da. Und seinen Kopf, das ist die Krone. Dann haben wir schon mal einen Nussknacker. So, ein Rattenkönig. Hier kommt die Mary hin. So, da brauchen wir zuerst einmal das da. Sprich, am besten kommt das einmal, na, das dahin. Achso, bei den Sargkopf, den könnte man auch hinpacken. Kommt das hier, hier hin, das hier hin. So, und das ist der Bauch. Können wir das so hinmachen, genau. Du kommst dahin. Oder kurz dahin. Du kommst dahin. Jetzt müssen wir das irgendwie austauschen können. Ah, das kann, können wir darauf geben, dann kommt das hier hin, so. Dann brauchen wir eh das hier und dann das hier, okay. So, da kommt, das ist nur Platzhalter, da kommt dann die Katze hin. Ach so, man, doch, okay. Ich wollte gerade sagen, man muss nicht mal das unterste nehmen. So, aber müssen das... Gut, jetzt wird es schon spannender. Das brauche ich, das unten brauche ich.
Warte mal. Das ist ein Kopf, das ist ein Kopf. Fertig. Gut, jetzt wird es schon komplizierter. Okay, aber ich kann dazu zumindest noch die Köpfe nochmal hinpacken. So, das kommt dahin. Dann können wir das so machen, das ist so. Und dann das hier so. So, jetzt muss man nur noch schaffen, dass wir das irgendwie darunter bekommen. Dann machen wir es so. So, so und so. Dann haben wir es. Perfekt. Ordne die Personen und Objekte mit Hilfe der Hinweise aus den Notizen so an, dass sie zu den Nussknacker passen. Sobald sie richtig platziert sind, können sie nicht mehr verschoben werden. Oha. Welche Notizen? Notizen sehe ich hier mal keine. Aber gut. Ist nicht schlimm, ich hoffe, das auch ohne Notizen. So, da haben wir Pflanzen, okay. Der mutige Nussknacker ist bereit, den Rattenkönig anzugreifen. Ah, okay. Der Rattenkönig schwärmt für seine Behausung im Keller. Okay. Ist eine Nuss. Okay, man muss nicht einmal ganz genau hinlegen. Nur so in der Nähe. Er wird jeden Feind besiegen. Fred ist glücklich, wenn er Milch hat. Oder glücklicher. Genau, Fred hieß der ja. Wo waren dann die Milch? Irgendwo da, genau. Die Wache ist bereit, ihren König zu gehorchen. Die Kanone wird wahrscheinlich irgendwo draußen sein. Prinzessin Mary mag ihr rosa Zimmer sehr. Das kommt drunter. Das kommt dahin, genau. Die Trommel. Draußen. Ah, der Säbel hat mir woanders der Säbel. Oder das wird wahrscheinlich da irgendwo reingehören. Oder auch nicht. Der Vorhang, der gehört zum Bett, okay. So, das gehört zum Rattenkönig. Der Spiegel gehört wohl darauf. Das wird wohl darunter gehören. Ah, und dann bekommen wir den ersten Teil der Sonne. Das wird da draußen irgendwo hingehören. Dann bekommen wir das schon mal. So, was haben wir da? Das wird da hingehören. Sonst haben wir da, wo kommt denn das hin eigentlich? Oder die Ratte, ah, die Ratte kommt dahin. So, sonst haben wir hier aber nichts mehr. Da sehe ich jetzt auch nichts mehr. Was ist, ah, das wird da hingehören, okay. Was ist das? Okay, das war für dieses Zimmer noch. Wird da hingehen? Ja. Gehört das hin? Ah, hier. Okay. Und dann haben wir es, glaube ich, ne? Das hier und das hier. Sieht gut aus. So, was haben wir hier? Eine Blume. Die Blume, die Blume, die Blume. Die brauchten wir auf jeden Fall schon irgendwo. Und zwar brauchten wir die beim Bild hier. Genau. Oha. Was ist denn das? Feuerwehrabzeichen. Okay. Scrooge hat dies als Hinweis zurückgelassen, doch er hat den Knopf versteckt. Gerissener Hund. Okay, wir brauchen nur noch einen Knopf. Feuerwehrabzeichen. Haben wir das schon irgendwo gebraucht? Könnte ich mich hier vielleicht? Nö.
Ah, da ist übrigens die dritte Linse. Für was? Und da ist das nächste Buch, okay. Aua, ich muss meine Hände beschützen. Wofür wir die Linse brauchen, weiß ich auch noch nicht. Okay. Na gut, dann hätte ich gesagt, geh mal da lang und setze jetzt mal die Leiter hin. Und dann kommen wir in eine neue Szene. Eine von London viele Straßen für Weihnachten dekoriert. Ach schön. Da ist ein Pinguin, das finde ich auch schön. So, was haben wir hier? Scrooge ist wirklich krank, der Arme. Ich bemitleide ihn. Also, wirklich gesundheitlich krank. Meine Vergangenheit verfolgt mich. In solchen Momenten denke ich manchmal, dass es ein Fehler gewesen sein mag, derart auf Geld aus zu sein. Mein Reichtum hat mir kein Glück beschert. Ich bin einsam und werde bald sterben. Alleine. Da haben wir eine Tröte oder Horn. Da brauchen wir Feuerwerkzeichen. Da bekommen wir ein Meißel. Da ist eine Feuerwehr-Axt, die wir nicht mitnehmen können. Öffne die Karte. Warte mal. Drahtbürste, okay. Das ist eine Karte. Von hier aus gelangst du zu verschiedenen Schauplätzen. Das will ich nicht nutzen, weil da kann man nämlich sehen, wo noch was zu machen ist. Und das ist auch irgendwie so eine kleine Hilfe. Und die will ich ehrlich gesagt nicht nutzen. So. Bevor ich da, okay, mir umschaue, wollte ich noch woanders hinschauen. Ein Ventilrad fehlt. Haben wir nicht. Was ist das? Eine Tülle. Was ist eine Tülle? Bin grad doof. Das Ventilrad fehlt immer noch. Um zu was gelangen muss ich jetzt reparieren. Okay, wir brauchen ein Ventilrad. Das weiß ich, was das ist. Aber warte mal, warte mal, was ist das? Nee, okay. Okay. So, hier gab es sonst aber nichts mehr. Genau. Da war das mit dem Brunnen. Oder zumindest mit dem Wasserspender oder so. Das ist, da gibt es wieder Bäckerei, das finde ich cool irgendwie. Was gibt es hier noch? Die Bäckerei. Doch jemand hat das Schild gestohlen. Okay. Gut, aber sonst ist da nichts mehr. Okay, gut. Geh mal zurück. So, mit der Meißel können wir vielleicht das jetzt aufmachen. Mit dem hier oder mit dem hier. Okay, gar nichts. Dann gehen wir mal zurück. So, und dann vielleicht damit. Ja. Ah, das ist das Schild für die Bäckerei. Wie kommt denn das da hin? Ich frag gar nicht. Brezel. Damit können wir vielleicht den Kobold da erschrecken. So. Bin mal ein wenig ruhiger, solange die Musik da läuft. Und wer hat bei seiner Bäckerei so einen Mechanismus? Ein Lineal?